Herzlich willkommen, Freunde, zu Yoshi's Woolly World. Wir sind in Wurstelschloss angelangt und starten direkt durch das letzte Level in der zweiten Welt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe leider in dieses Level schon reinblicken, Anführungszeichen müssen, weil ich diese Aufnahme jetzt schon mal gemacht habe. Deswegen ist dieses Level jetzt nicht mehr so ganz so blind für mich. Aber trotzdem habe ich beim ersten Mal nicht alles gefunden, das kann ich schon mal gleich voraussagen. So. Ja, die Aufnahme beim letzten Mal ist ein wenig gescheitert, weil mein Aufnahmeprogramm, meine Hardware so ein bisschen rumgespockert hat und da es dann nicht so richtig wollte. So. Nichtsdestotrotz muss ich ja noch alles finden. Also, ich hatte, glaube ich, nichts komplett gehabt. Aber, beziehungsweise, ich habe das Level nicht mal wirklich beenden können. So, aber ich glaube, hier ist jetzt alles abgesucht. Okay, jetzt habe ich, denke ich mal, so groberweise alles hier auch abgesucht. Wow, dickes Ei. So, ein paar Eier mitnehmen für den nächsten Raum. So. Tap, 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 tap. Ich hätte es erwartet. Hier ist auch nichts. So, damit hätten wir das davon das erste. Ein bisschen Leben. Na, du bist der Namensgeber für das Schloss, ha? Ihn können wir nur besiegen, indem wir ihn fesseln und gleichzeitig danach drauf springen. Anderweitig gibt es nicht direkt eine Methode, ihn kampfunfähig zu machen. So. Geh mal her. Hängt nur den Zug an. Guck mal. So. Bär. So. Einmal. Zweimal. So, das Einzige, was ich jetzt nicht anders mache als beim letzten Mal ist, was ich anders mache als beim letzten Mal. Bar. Ich werde direkt in die Tür reingehen, wenn ich hier kurz das eingesammelt habe. Beim letzten Mal habe ich gedacht, okay, das ist das, wo es weitergeht. Und bin da nicht reingegangen. Und hatte dann den Schlüssel eigentlich fast die ganze Zeit mit. Und wie ich es mir dachte, hier ist hier eine Blume, die ich vermisst habe. Okay. So schließt sich zumindest für mich der Kreis. Ich habe echt gedacht, hier geht's weiter, weil der Schlüssel so offensichtlich da oben versteckt war. Natürlich brauche ich jetzt nicht mehr kalt zu machen. So. Na ja, gut, da kam eine Plattform. So. Aha. Ah, nur Leben. Das ist echt fies, was da alles mal versteckt sein kann. So. Okay, da ist eine Blume. Wie soll ich an die rankommen? Wahrscheinlich. Ah. So war das. Okay. Nach dem Feuer bitte. So. Ich habe was getroffen. Achso, die Flamme. Okay. Ah, okay. Ich kann die Dinger auch wieder retten. Okay. So, retten wir wieder.
Das ist natürlich sehr auffällig, da oben dieser Tock. Man hätte das auch freischießen können, aber ich hab's jetzt so gemacht. Also ziemlich, ziemlich auffällig, muss man da sagen. Bringt uns aber in Anführungszeichen nur Juwelen. So. Da ist der nächste Yoshi-Bauteil. Yoshi, du sollst dich nicht einsperren, ja? Das wäre ganz reizend von dir. Ich glaube, hier unten ist was. Genau. Ein bisschen Leben. So. Edelsteine, her mit euch. Schnell drunter ducken. So. So. Warten erstmal, bis das Feuer da rauskommt. Ja, war zu erwarten. Die Geil will ich mir sparen. So, 12 haben wir von unseren Juwelen-Dingenskirchen-Steckerschen. So. Oh, hast einen Mund voll Yoshi, kannst nichts mehr strampeln. Nicht mehr dein Strampelgeräusch machen. Wow. Ich hatte das jetzt gerade komplett ignoriert, dass da... Verdammt. Gedanklich ignoriert, dass ich da, Hoppala. So. Darauf muss man auch erstmal kommen, dass hier so ein Ding versteckelt ist. Okay. So, da sind Juwelen. Gehen wir erstmal hier längs. Da kann ich nicht rein. Hoppala. Beinahe. So. Hier war noch so ein Versteck. Gut. Da drüben ist nichts. So. Was fehlt uns denn noch? Uns fehlt eine Blume und uns fehlt noch ein Wollknäuel. So. Da ist nämlich noch eine Röhre, die wir haben. Ich habe gerade mal nur 2 Eier. Ah, okay. Ey! Na dann, damit ein bisschen was her. Na komm her. Danke. So, schnell alles einsammeln. So, damit hätten wir es. Jetzt brauchen wir nur noch eine Blume und ein Wollknäuel. So. Und halt vielleicht noch volles Leben. Aber da es hier einen Boss gibt, weiß ich nicht, ob ich das Ziel... Oh, verdammt. Das war jetzt ein Surprise-Feuerangriff. Ich sag mal, mit vollem Leben durch ein Level zu kommen, ist meine geringste Sorge, weil... Durchrushen kann ich immer. Aber alles absuchen zu müssen, das ist natürlich immer das Blöde insgesamt. So. Hoppa. Das war zu erwarten. Aua! Drecksack. Dann gib mir mal. Nerv nicht. So. Komm, her damit. Okay. Bombs. So. Und tschüss. Genau wegen einem Stein muss ich jetzt nochmal hier kurz warten. Weil ich den nicht gekriegt habe. Boah. So, gib mal das noch her. Aua. So, dann hätten wir alle Juwelen. Juwelen sage ich schon. Blümchen. Nope. Aus Pfiffi.
So. Fehlt uns nur die letzte Wolle. Wo ist die denn? Au. Hier. Ich muss aufpassen auf das. Nerv mich nicht. Das dämliche Feuer. Von denen und dem Hintergrund. Nee, nee, nee. Du drängst mich mit der Kamera schon ab. Jo, ich bin taktisch sehr klug. So. Ah, ich sehe schon. Guck mal da oben. Der hat sich da eine Kuhle da versteckt. So. Ah, da haben wir es doch. So, damit hätten wir alles in dem Level. Sehr schön. Und das mit dem vollen Leben, das muss ich halt dann nochmal machen. Aber das ist wirklich meine geringste Sorge. Als ich da mal nicht mit vollem Leben durchkomme. Wenn ich nichts absuchen muss. Du brennst ja wohl. Du brennst ja wohl auf eine Abreibung, was? Genau für diesen Zweck habe ich. Ich hier. Genau für diesen Zweck habe ich hier mit heißer Nadel etwas gestickt. Ach ja, stimmt, aus dem Trailer. Ach du, du bist ja ein Süßer. Was machst du? Nicht explodieren. Wow. Was muss ich machen? Okay. Gut. Bin ich jetzt am Safe Point oder bin ich beim Boss jetzt? Ich bin wieder. Okay. Supi. Das heißt wieder alles sammeln. Das heißt wieder alles sammeln schnell. Nerv nicht. Nerv auch nicht. Ey, ich hab gesagt, du sollst nicht nerven. Ach ja, komm Yoshi, strampel doch gleich und warte nicht 3 Millionen Jahre, bis du dann strampeln kannst. So, du nervst. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Bisschen Leben. Da, geht doch. Hier kriegst du extra dicke Kugel. So, damit hätten wir das auch. Halleluja. Jetzt habe ich keine Eier. So, ich brauche irgendwo noch ein Ei her. Oder ein paar. Ja genau, spuck die Wand an. Mach mal weiter, so kleiner. So. Das war natürlich mein Sprung vertimt. Oh, was mache ich denn? Hey. So, jetzt haben wir es doch. Also das finde ich blöd, dass ich vor dem Boss ja kein Save Point kriege. Und alles nochmal neu einsammeln muss. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Das können wir jetzt überspringen. Nö, sonst habe ich alles. Und mein Leben ist halt nicht Maximum. Ah. Ah.
Die Zunge ist es also. Hä? Achso. Machst du ein bisschen Feuer mir unterm Hintern, ne? Bäh. Bruh. Oh, 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 oh. Oh. Wow. What? Nope. Jetzt habe ich keine Eier mehr. Hätte ich mir doch ein paar mehr mitnehmen sollen. Der Hammer von oben. Darn. Darn. Wow. Komm mir vor, wie bei Mario Party hier. Das wilde Seilspringen. Noch. So. What? No. Also wenn du mir schon so die Möglichkeit gibst, dann mache ich dich natürlich auch so fertig. Oh, guck mal. Den sammle ich jetzt ein. Okay, doch. So, damit hätten wir diesen Boss in die Knie gezwungen. Und sogar ohne Schaden zu kassieren, nachdem wir den einmal nicht verstanden haben, wie der fungiert. Naja, ich muss ja auch erstmal wissen, dass der bei seinem dritten Sprung dann nicht normal springt, sondern dann komplett über die ganzen Dinge und mir den Hintern zudreht. Yay! So, du hast nur einen Trickstecker erhalten. So, was haben wir denn jetzt? Wahrscheinlich diesen, genau, den Gegen-Endboss wieder als Hotdog Yoshi. Ui. Das erinnert mich so ein bisschen an Schlaraffen- oder Wolkenland. Eher mehr an ein Schlaraffenland. Ein Schlaraffenland wäre nicht Yoshi-typisch, muss man sagen. So. Vielleicht wechseln wir mal unseren Yoshi, ha? Da. Top, 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 top. Gehen wir doch mal rein und gucken mal, welche Yoshis wir noch haben. So. Wald-Yoshi. Melon-Yoshi. Ich glaube, den nehme ich auch gleich mal. Schnuffel. Obwohl der auch so ganz drollig ist hier, der Schnuffel-Yoshi. Ich nehme mal den Schnuffel-Yoshi, oder? Plopp. Jetzt haben wir den Schnuffel-Yoshi. So. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rüber schon mal, wie die nächste Welt heißt. Und das ist ein Keks. Das ist ein Schlaraffenland hier wahrscheinlich. Schlaraffen-X-Wolkland, würde ich sagen. Yoshi's Cookies. Das erinnert mich. Gibt es auch noch ein Spiel von Yoshi's Cookies. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Episode an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.